Du hast, was mich und viele andere sehr bewegt hat während deines Vortrags, auch erwähnt, dass bei dir im Moment ein ganz privates, geradezu intimes Thema auch an die Oberfläche kommt und bearbeitet werden will und angeschaut und erlöst werden will. Und das hat mit dem Thema Sexualität zu tun. Willst du es hier nochmal kurz zusammenfassen? Dir sind da ja Dinge klar geworden, die du sehr prägnant dann auch gebracht hast. Ja, im Grunde, wie gesagt, ich hätte jetzt die ganzen letzten Jahrzehnte gesagt, ja, ich bin schwul und das ist gut so, wie das der Wobereit ja mal gesagt hat. Und jetzt merke ich, es hat sogar ein Zuschauer geschrieben, er hat gemerkt, wo ich das gesagt habe, dass ich auf einmal nicht ich selber war. Und tatsächlich ist es mir klar geworden durch die Jutta hauptsächlich in den Seminaren, dass es ein fremdes Konzept ist zu sagen, ich bin schwul oder ich bin homosexuell. Da wird dann nämlich etwas auf die Sexualität reduziert, was im Grunde natürlich eigentlich was ganz anderes ist. Das hat Oder mich ich bin schon im. heterosexuell. Oder genau, du Also stellst dich ja auch überhaupt. nicht hin, ich bin Dagmar, ich bin heterosexuell, so als erstes, ne? Aber als, ja, wir haben halt gedacht, ja, man muss sich outen, man muss dazu stehen. Es wird ja auch dann anerkannt. Bei uns ist es ja heute möglich. Als ich jung war, war das ja nicht so leicht möglich. Da hat man wirklich die Verachtung auch gespürt, die die Menschen haben. Aber dass das eben alles Konzepte sind, dagegen habe ich mich eigentlich schon immer gewehrt. Ich habe schon vor 30 Jahren oder was einen Roman geschrieben, Alleinsein ist Herbe, der ist auf meiner Seite joekonrad.de auch zum Downloaden, weil ich eigentlich immer klar machen wollte, es geht gar nicht in erster Linie um Sex. Sex ist natürlich was sehr Schönes und natürlich so, aber zuerst fühlt man sich von jemand angezogen oder man verliebt sich und man will Händchen halten, freut sich über ein Lächeln von jemandem, wo man sich angezogen fühlt. Und dass ich jetzt mit über 50 quasi durch Jutta erfahren habe, dass im Grunde es damit zusammenhängt, dass ich die letzten Inkarnationen weiblich war und jetzt erstmals einen männlichen Körper habe. Und da es natürlich verständlich ist, dass ich mich noch durchaus von Männern angezogen fühle, weil das eben die ganzen Inkarnationen da vorher der Fall war. Das heißt, das ist einfach eine sicherlich verständliche Sache. Da kann keiner sagen, Joe, du bist total doof jetzt. Ja, aber dann ist halt die Frage, muss man sich dann jetzt festlegen, ich bin schwul, aber da es in unserer Welt eben nur dieses Konzept gibt, aber eben ein fremdes Konzept. Und als ich jung war und dann merkte, aha, die Leute reden immer davon, sich in ein Mädchen zu verlieben und so, und dann dachte ich, das ist ja komisch, das reizt mich gar nicht. Und dann irgendwie ticker, ticker, ticker und dann irgendwo gehört habe, aha, das ist homosexuell. Das ist schon irgendwie unangenehm, weil es hatte für mich mit Sex erstmal damals überhaupt nichts zu tun, sondern einfach mit Verlieben und wo es mich hinzieht. Und das ist eben ein fremdes Konzept. Darüber habe ich ja insgesamt gesprochen in dem Vortrag auch, dass wir so viele fremde Konzepte übernommen haben, wenn wir hier inkarnieren und wir bringen irgendwas mit, was mit Liebe zu tun hat. Und dann in dieser Welt wird das eigentlich, gibt es keine Orientierung, wo wir sagen können, ah, da ist die Liebe, sondern dann wird Liebe mit Sex viel gleichgesetzt und es wird eben gerade dieser Bereich Homosexualität, da gibt es eben nur Wörter, die damit mit der Sexualität zu tun haben. Eben homosexuell oder schwul, da assoziieren die meisten auch irgendwelche sexuellen Praktiken, mit denen ich vielleicht gar nichts am Hut habe, weil das eben in den Köpfen ist. Und mir war es immer wichtig zu sagen, es hat damit zu tun, dass ich mich verliebe, dass ich mich angezogen fühle und da kann ich doch nichts für. Und selbst wenn es gibt ja auch diese religiösen Vorstellungen, Gott hasst Schwule, ne? In Amerika gibt es das Gott hates fags und sowas und fragt man sich, woher wissen die das? Aber ich kann mir das nicht vorstellen, ich meine, es kann doch nichts Schlechtes sein, jemanden zu lieben. Ich meine, was man dann macht, das ist eine andere Frage, aber wenn man mit Respekt erstmal guckt, ist bei dem anderen vielleicht auch was und wie gesagt, auf dem Händchen halten, mal hinarbeitet oder auf dem Lächeln, das kann doch eigentlich nicht schlimm sein und dann auch vorsichtig sich verhält und jetzt nicht irgendwie sich was nimmt, was man haben will, sondern Liebe ist ja etwas, was ich in mir empfinde. Und wenn der andere da nichts erwidert, dann merke ich das auch und sage, okay, lasse ich den Ruhe und belästige den auch gar nicht mit meinen Gefühlen, weil ich merke, dass das stößt da nicht auf Resonanz. Also diese Einengung auf die
auf die Selbstdefinition über die Sexualität. Ja, das ist eigentlich das, wo du gemerkt hast, das hast du im Grunde getragen wie ein Joch, jahrzehntelang. Ein fremdes Joch, ja. Genau. Und das ist mir jetzt mit über 50 wird es mir klar, Gott sei Dank, dass das eben damit zu tun hat. Und das erzähle ich ja eben nicht, weil ich mich hier nochmal zwangsouten will. Wie gesagt, das habe ich schon vor 30 Jahren oder was gemacht, sondern weil es möglicherweise viele andere Menschen auch gibt, die ähnlich jetzt mal inkarniert sind in einem andersgeschlechtlichen Körper und dann auch ähnliche Probleme haben. Das hat auch bei mir damit zu tun, dass ich immer noch das Gefühl, immer unsicher bin ich männlich genug und dass ich denke, ich muss irgendwie noch was machen, um männlich zu sein. Muss ich ja wahrscheinlich gar nicht. Ich denke, ich bin männlich genug, aber die Unsicherheit ist halt auch immer noch da. Und das kann genauso gut bei Frauen sein, die das erste Mal seit vielen Inkarnationen jetzt in einem weiblichen Körper sind. Und ich hoffe, dass es eben vielen Menschen hilft, eben nicht immer zu sagen, ja gut, ich bin Lesbe oder ich bin schwul, sondern aha, das ist ja interessant. Und man muss sich dann auch gar nicht ja festlegen. Also wenn ich in der frühen Inkarnation eine Frau war und ich fühle mich jetzt auch nochmal von Männern angezogen, dann muss ich ja gar nicht sagen, okay, ich will jetzt nur Männer, sondern ich kann ja auch durchaus zulassen, wenn ich mich mal eine Frau verliebe, dass das auch möglich ist. Aber durch dieses fremde Konzept habe ich mich dann halt irgendwann da eingeordnet und habe gesagt, okay, dann orientiere ich mich eben an dem, was es hier gibt, nämlich an der Homosexualität und was es da alles gibt. Und dass da ganz vieles ist, was mich anstinkt, wo ich überhaupt nichts mit zu tun habe, mit Praktiken und mit Arten, sich zu äußern und mit dem Paritätal und so. Ich glaube das jetzt nicht. Oder so Sachen. Das muss mir einfach da bewusst werden. Und wie viele geraten dann eben so tief in solche fremden Konzepte, dass sie gar nicht mehr merken, was sie eigentlich sind, wo das herkommt und womit das zusammenhängt. Und das ist einfach ursprünglich was mit Liebe zu tun hat. Und viele lassen sich umoperieren oder der Arzt sagt, ja, sie sind im falschen Körper, sie sind eigentlich eine Frau, lassen sich umoperieren oder nehmen sie Hormone oder was weiß ich. Es gibt ja tausend Sachen, die einem dann vom Psychiater, weil das überhaupt nicht versteht. Und ich habe es ja auch lange nicht verstanden. Ich habe ja auch mal gefragt, warum ist es so, dass ich schwul bin? Ja, keine Ahnung. Ist halt so. Und das finde ich eben, das ist eine Erklärung, die macht durchaus Sinn durch die Reinkarnation. Erst und sie weitet einfach den Blick und hängt von diesem einen Thema Sexualität nicht alles ab, ne? Genau. Und ich denke, dann kann man, wenn die Menschen respektieren, ich glaube, das können sie auch mehr respektieren, wenn sie sagen, aha, das ist ja verständlich. Kann man akzeptieren, weil in dieser Welt denken sie doch zuerst dann eben an sexuelle Sachen. Und wie schön einfach eine Liebe auch sein kann von einem Mann zum anderen. Ich habe neulich nochmal Siddhartha gelesen, ich habe es schon mal erwähnt, wo ja auch der Govinda den Siddhartha liebt. Und das hat aber überhaupt nichts damit zu tun, dass er mit dem jetzt irgendwie in die Kiste will, sondern die lieben den alle, weil er einfach schön und edel und rein und ein wunderbarer Mensch ist. Alle lieben den und das ist überhaupt nichts, dass man sagt, oh, den will ich jetzt haben, den will ich jetzt festhalten oder den will ich ins Bett kriegen oder so. Und das ist ja auch noch so mit so tollen Worten beschrieben von Hermann Hesse, wo man sagt, wow, unsere Sprache ist heute auch schon so verarmt, so primitiv. Du hast selber gesagt bei deinem Sohn, dass er jetzt eine Prüfung macht und hat irgendeinen tollen Text geschrieben und da sagt der Lehrer, ja, die Sätze könnte man auch einfacher formulieren. Also mach mal einfache Sätze, nicht so lange Schachtelsätze, ne? Wo wir also, das ist ein ganz anderes Thema, aber immer mehr in eine Verarmung der Gefühle, der Worte geraten. Und ich glaube, das sollten wir uns einfach bewusst machen, hier gerade bei BewusstTV, dass wir, dass da etwas verloren geht und dass wir lieben können, wen wir wollen und dass wir das mit Respekt, wenn wir das mit Respekt machen, dann wird das auch jeder respektieren und dass wir diese fremden Konzepte, ich bin schwul, ich bin sonst was lesbisch, dass wir die ja nicht mehr bedienen sollten. Dass wir aufhören, uns ausschließlich auf unsere Sexualität reduzieren zu lassen. Also für mich hat diese Sichtweise, mir sind ganz viele Menschen dann auch eingefallen, die ich teilweise seit Jahrzehnten kenne, auch eben Menschen, die sich selber als homosexuell oder schwul oder lesbisch definieren, wo ich, wenn ich mir das so angucke, also ich weiß von einem Fall zum Beispiel, wo der eine Partner eben von diesem homosexuellen, in Anführungsstrichen, Paar, die wirklich schon viele Jahre jetzt zusammen sind, immer schon das Gefühl hatte, er fühlt sich von Männern angezogen und hatte auch etwas sehr Feminines. Und der andere
hatte, bis er dem begegnete, vollkommen normal, in Anführungsstrichen, gelebt, hatte gerade mit einer Freundin Schluss gemacht, mit der letzten, hatte nie irgendwie solche Anwandlungen gehabt und ist diesem Menschen begegnet. Und da war eine solche Tiefe, Sie haben das selber dann sehr bewegend auch mal erzählt, eine so tiefe, wirkliche Anziehung der Liebe gewesen. Mhm. Und dieser, der eine Partner, der eben da in dieser Sphäre überhaupt nicht beheimatet war von seinem bisherigen Leben, der hat sich auch sehr innerlich dagegen gewehrt. Hey, was ist denn jetzt los und wieso? Und das war dann aber so stark, dass sie dann eben wirklich auch zusammengekommen sind und auch eine sehr stabile Beziehung hatten, die natürlich viel, viel mehr umfasste als Sex, sondern es sind ja auch viele, viele Paare, homosexuelle Paare, sogenannte, die auch intensiv künstlerisch miteinander arbeiten oder sonst wie sich gegenseitig befruchten auf eine Art, und das ist wunderbar, und dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Es geht auch nicht darum zu sagen, nein, das ist Bebe oder so, sondern der Punkt ist ja, dass man sich nicht mehr darauf reduziert und sich über diese Schubkästchen definiert und sagt, ich bin das und das, und deswegen ist das mein vorgeschriebener Weg. Und wie gesagt, bei Homosexualität hängen dann eben viele Praktiken und Darkrooms und was nicht alles dran, wo man vielleicht gar nicht unbedingt eine Affinität dazu hat, sondern es sind ganz andere Zusammenhänge und man möchte für ganz andere Dinge tun. Ja, und man orientiert sich an dem, was es in der Welt gibt. Und es gibt eben nicht diese Orientierung daran, dass man sagt, okay, du bist das erste Mal in einem männlichen Körper, guck mal, was es mit dir macht. Ich glaube, dass bei mir in einer jungen Zeit auch irgendwo die Möglichkeit gewesen wäre, dass ich sage, Mensch, Mädchen sind ja auch ganz toll und so. Das aber eben, weil ich dachte, ich muss mich da irgendwo einordnen, ich mit das dann immer mehr in diese Richtung verschoben habe. Und dann kommt natürlich auch, so eine Sexualisierung geschieht ja auch. Ich weiß, dass ich als junger Mensch da sagte, ich möchte gerne jemanden haben, aber der soll um Gottes Willen keinen Sex wollen, ne? Weil ich wollte das eigentlich gar nicht. Und das hat sich total anders entwickelt. Es gibt natürlich auch sehr, sehr aufregende und spannende Sachen in der Sexualität, aber es gibt eben sehr vieles, was eben auch gar nichts mehr mit Respekt und mit Anziehung zu tun hat. Und da, ich denke, es ist vielleicht wichtig für junge Menschen, die jetzt in einer Phase sind, dass sie einfach merken, aha, das kann so und so zusammenhängen. Ich fühle mich vielleicht da mal zu angezogen, und das ist ja auch okay. Aber ich muss deswegen mich nicht jetzt definieren über schwul oder so. Die jungen Menschen sind ja teilweise auch da viel lockerer. Das heißt, die machen es teilweise gar nicht mehr. Sie können auch mal gleichgeschlechtliche Erfahrungen machen, ohne sich da jetzt einen großen Kopf zu machen. Also ich denke, da findet auch schon eine Liberalisierung statt, aber trotzdem ist es immer noch im Grunde auch die Ablehnung, du bist schwul und das ist schwul, und dieses Konzept, das ist natürlich sehr mächtig. Und wir haben ja alle irgendwo ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität seit über Jahrtausende Christentum, wo einfach immer das immer noch irgendwie mit was Schmutzigem in Verbindung gebracht wird, und das Edle ist dann möglichst sexfrei und was weiß ich, die ungefleckte Empfängnisse. Heute ist es dann umgekehrt. Heute werden wir sozusagen die ganze Zeit in diese sexuelle und eher pornografische Schiene gestampft eigentlich. Genau. Und es wird alles darauf reduziert. Und dann gibt es Umfragen, wie viel man die Woche normalerweise Sex hat. Und wenn man dann weniger Sex hat, dann fühlt man sich schon ganz frustriert und denkt, um Gottes Willen, bin ich irgendwie falsch. Ne? Ja, oder auch, was mir immer auffällt in Filmen, wenn ich das mit meinen Söhnen dann angucke, die Filme, wenn man sich kennenlernt, es ist eigentlich immer so, dass die Leute, die dann füreinander bestimmt sind, wirklich am selben Abend dann noch in die Kiste hüpfen. Und der Sex im Grunde, das, bevor man den Nachnamen weiß, erstmal wird miteinander geschlafen. Und ja. Das hat ja überhaupt nichts mit dem zu tun, was eigentlich, eigentlich sollen sich da ja Räume eröffnen. Es soll ja eigentlich, wie du sagst, was mit Respekt und mit Annäherung, mit Erkundung und Erforschung von dem ganzen Menschen zu tun haben. Es gibt, glaube ich, in Der kleine Prinz gibt es so eine schöne Stelle, wo, ich weiß nicht, der Fuchs irgendwo da begegnet. Du musst mich zähmen. Der sagt, er will gerne befreundet sein, und sagt, ja Moment, so schnell geht das nicht. Genau. Du musst dich erstmal im Abstand da hinsetzen und mal eine Weile warten, und dann kannst du dich ein bisschen näher setzen, sozusagen. Und genau. So eine langsame Annäherung.
die eigentlich natürlich heute, würde man sagen, komm, da haben wir keine Zeit für. Ne? Wir haben 2012. Ne? Ich habe gerade gelernt beim Training, in meinem Alter sollte ich gar kein Ausdauertraining mehr machen. Das lohnt sich. Kleiner Scherz am Rande. In meinem Alter sollte man das nicht mehr, auch keine LPs mehr kaufen. Nein, das war ein anderes Thema, aber muss jetzt auch raus. Aber dass wir da eine ganze, einfach diese ganzen Gefühle, die mit Verlieben und Annähern zu tun haben, dass wir das heute überspringen und, wie du sagst, gleich in die Kiste springen, sollte man einfach mal hinterfragen. Es lässt sich ja auch nicht alles zurückschrauben. Wie gesagt, ich finde ja auch Sexualität sehr spannend und aufregend, aber wie gesagt, vielleicht ist es für viele eben hilfreich, darüber zu reflektieren, warum sie vielleicht manchmal so und so empfinden und sich dann eben nicht in irgendwelche fremden Konzepte einzuordnen. Und du sagst jetzt vielleicht, aber Fakt ist ja, dass du sehr, sehr viele Rückmeldungen gekriegt hast, die dir genau das bestätigt haben. Genau, es sind viele zu mir gekommen, Männer und Frauen, die gesagt haben, nur so im Vorbeigehen, das trifft auf mich auch zu, danke, dass du es gesagt hast. Und viele auch sehr bewegt. Und ich möchte einen nennen, der eigentlich so vom Bild, was er im Internet hat, ist eigentlich so ein robuster, bulliger Typ ist, wo ich sagte, der kommt gar nicht an seine Gefühle ran. Und der hat mir dann geschrieben, dass er so dankbar ist, dass ich über die Liebe gesprochen habe und ich habe dann zurückgeschrieben, so ob ich mich nicht irgendwie lächerlich gemacht habe oder nein, ich habe nicht gelacht, ich habe geheult. Also der sah nur wirklich danach nicht aus, als wenn er so tief da an die Gefühle gegangen ist. Er hat viele wirklich sehr tief bewegt und ich denke, das ist etwas, wo noch viel aufzuarbeiten ist und was mir jetzt auch ja in meinem hohen Alter jetzt begegnet ist, einfach das auf diese Weise zu sehen. Und das macht sehr vieles mit mir. Ja, und vielleicht auch mit vielen anderen, ja, genau. Denn das zu sagen, ich bin Joe Conrad, ich bin schwul, da sagen Leute zu Recht, das ist eigentlich nicht schön. Also du bist doch viel mehr als das. Ich bin viel mehr als das, ja, es ist, haben auch viele auch gesagt, es ist ja toll, dass du so mutig bist, dich zu outen. Aber es ist im Grunde, es geht nicht um meine Sexualität. Ne? Das hänge ich ja nicht jetzt jedem da, haue ich ja nicht jedem um die Ohren, sondern. Aber es gab keine anderen Konzepte und da müssen wir sehen, wie kann man es auch überhaupt, wie könnte man es anders nennen? Es gibt ja noch keine Begriffe dafür, dass man einfach sagt, ich liebe halt auch manchmal irgendwelche schnuckeligen Männer. Mhm. Müssen wir mal gucken, was es da für Begriffe gibt. Auf anderen Gebieten ist es eigentlich offensichtlicher, wenn wir jemandem begegnen, der sich vorstellt und sagt, ich bin Hans Müller, ich bin Vegetarier, dann denkt man, Moment mal, der hat aber irgendwie ein bisschen viel Schwerpunkt seines Bewusstseins auf seine Ernährung gerichtet. Genau. Moment mal, was ist er denn sonst noch? Ich will doch jetzt nicht als erstes und einziges ihn darüber definieren, dass er kein Fleisch isst. Ist, glaube ich, generell so ein Problem, dass wir natürlich unser Ego, dass wir uns immer definieren. Wir haben eben die menschlich geschaffene Persönlichkeit, Dagmar Neuponner, Joe Conrad, und wir fühlen uns gut damit, wenn wir irgendwie Erfolg haben und beachtet werden und die Bücher gelesen werden oder die Vorträge oder wir ins Fernsehen kommen. Endlich mal. aber das ist ja im Grunde nicht das, was wir sind. Wir sind ja geistige Wesen, die hier inkarnieren in einer Welt, in der natürlich alles in Trennung ist und wir uns auch individualisieren. Das ist ja auch wunderbar, aber dass wir uns dann definieren über solche Dinge, ja, was ich habe und was ich, mein Beruf und mein Auto, meine Yacht und mein, das muss möglicherweise auch aufgelöst werden, wenn wir in eine höhere Dimension kommen wollen, dass wir uns nicht mehr darüber definieren, was wir im Außen sind, sondern was wir im Innen sind.